Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade bei den Johannitern in Essen. Also wir sind gerade in der Regie von unserem Praxisraum. Das ist der Raum, von dem aus der Patient, der nebenan im Rettungswagen liegt, ja, gesteuert wird. Und von dem aus wir quasi die ganzen Szenarien, mit denen wir für unsere Rettungsdienstmitarbeiter halt das Training machen, von denen aus wir das quasi starten können und wo wir auch quasi die Beobachtung machen können und dann halt im Nachhinein gucken können, wie sich denn unsere Mitarbeiter so gegeben haben im Training. Ja, klasse. Und den Wagen können wir uns den mal angucken? Ja, klar. Da gehen wir einmal rüber. Ja, ich folge Ihnen. Ich komme. Komm hinterher. Das ist jetzt der Wagen, der Trainingswagen. Genau, mit der Besonderheit, dass wir in der zweiten Etage sind und ja, quasi hier oben in der zweiten Etage diesen Wagen eingebaut haben, um halt einfach möglichst nah am Training dran zu sein. Wir haben eingebaut in unseren Wagen halt einen Patienten. Der Arme, wie heißt der denn? Wir nennen ihn Simman, weil es halt vom Computer ein Patientensimulator ist, der ja uns quasi durch das Training begleiten kann. Und dabei hat der Patient vom Prinzip her relativ viele Interaktionsmöglichkeiten. Also während er normalerweise ja quasi als Plastikpuppe rumliegt, ist es in der Tat so, dass dieser Patient halt den Brustkorb heben und senken kann, wenn er von alleine atmet. Er macht die Augen auf und zu und kann aus der Regie heraus halt auch entsprechend gesprochen werden. Und das führt natürlich dazu, dass wir quasi im Training relativ nah dran sind an dem, was halt sonst quasi so ein Patient halt auch mitbringt. Mhm. Gleichzeitig haben wir natürlich, ich ziehe mal so ein bisschen aus, haben wir die Möglichkeit, sämtliche Anschlüsse, die wir quasi an einem Patienten sonst nutzen, halt auch zu nutzen. Und wir können damit halt zum Beispiel an unserem Patienten ein EKG ableiten, können den Blutdruck messen, können die Sauerstoffsättigung bestimmen und können damit auch mit den echten Geräten quasi mit dem Patienten umgehen. So, und damit haben wir quasi das echte Gerät, das unsere Kollegen halt auch auf dem Rettungswagen nutzen, jetzt halt auch quasi an unseren Patienten angeschlossen und können damit natürlich halt mit den Dingen halt trainieren, die wir halt sonst entsprechend auch haben. Und das macht es natürlich total praxisnah. Wir haben den räumlichen Ansatz, also die Einschränkungen, die es halt sonst im Rettungswagen auch gibt. Wir haben den Patienten, der Interaktion mit sich bringt. Und natürlich anders als wenn wir da quasi einen Mitschüler auf die Trage legen, kann man mit diesem Patienten auch noch viel mehr machen. Ja. Man kann einen Zugang legen, man kann auf den Brustkorb drücken und man verletzt ihn halt einfach nicht. Es bleibt halt unterm Strich Technik, mit dem man umgeht. Und das ist dann natürlich halt schon bedeutend näher dran. Mach mal Mund auf. Oh! Er reagiert sogar, genau. Das ist echt cool. Ansonsten, klar, wenn wir diesem Patienten, also wir haben die Möglichkeit, diesem Patienten Medikamente zu geben. Ja. Das müssen wir natürlich halt so ein bisschen, da müssen wir dem Computer sagen, welche Medikamente das sind. Insofern gibt es hier quasi eine Auswahl an RFID-Chips, die halt einfach in die Nähe des Patienten gebracht werden. Und der Patient misst halt, wie viel von dem angenommenen Medikament, das in Wirklichkeit Wasser ist, quasi gegeben wird und kann dann natürlich halt auch entsprechend reagieren. Und dann macht der Patient halt die Augen auf oder macht sie zu, je nachdem, wie das Medikament halt dosiert wurde. Wir sind hier quasi in unserem Notarzt-Einsatzfahrzeug. Das ist ein Zubringer für den Notarzt. Natürlich halt genauso wie ein Rettungswagen mit ganz viel medizinischem Material ausgestattet. Ja. Durchaus so, dass es halt schnell im Zugriff ist. Das heißt, wir machen die Tür auf und wir haben zum Beispiel halt unseren Defibrillator, die Absaugpumpe, unseren Notfallrucksack im direkten Zugriff, sodass wir da halt entsprechend das mit zum Patienten nehmen können. Und haben quasi unser Material hier entsprechend verlastet. Das Ganze geht dann hinterm Auto auch noch weiter, wo dann quasi entsprechend Notfallkoffer, zusätzliches Material, ein Beatmungsgerät verlastet ist, wo wir halt entsprechend die Medikamente vorhalten und damit quasi halt für den Notarzt einen Arbeitsplatz geschaffen haben, wo er erstmal alles im direkten Zugriff hat. Das Ganze ist halt rundum auch beleuchtet, sodass man halt im Dunkeln sein Material gut finden kann. Und von dort aus haben wir dann quasi eigentlich ein optimales Fahrzeug, um halt irgendwie den Notarzt zur Einsatzstelle zu bringen.
Also wir sind hier vom Prinzip her im Bereich des Technikraums unserer Leitstelle. Hier laufen alle Drähte zusammen, die wir brauchen, um unsere Außenrufe entgegenzunehmen, Funkgespräche abzuwickeln. Und das sind wirklich viele Drähte. Ich möchte einfach mal kurz zeigen. Wahnsinn. Genau. Dann die hübsche junge Frau, ist kein Draht, aber auch hier sehr engagiert. Ne? Wer sind Sie nochmal? Caroline Rommelsmann, ich bin Schichtführung in der zentralen Einsatzdienst. Klasse. So, jetzt haben wir Sie auch schnell vorgestellt. Super. Okay. Genau. Wir gehen einfach weiter. Das ist quasi Technik der Hausnotrufzentrale. Wenn also so ein Hausnotrufgerät ausläuft, ja, dann läuft das auf einer von diesen Blinkekarten auf. Davon haben wir in der Tat einige. Wir haben 90 Telefonleitungen, über die wir Hausnotruf entgegennehmen können. Genau, hier haben wir quasi Leitstellen-Funktechnik untergebracht. Alle unsere Fahrzeuge sind ja mit Funkgeräten ausgestattet. Mhm. Und damit wir diese Funkgeräte bei uns in der Zentrale abfragen können und damit wir quasi mit den Kollegen halt entsprechend funken können, sind hier quasi die ganzen Funkgeräte untergebracht. Und das ist quasi die ganze Technik, die wir halt brauchen, um dann quasi in Kommunikation oder in Kontakt mit unseren Einsatzdienstfahrzeugen zu bleiben. Wurde ein Notruf ausgelöst? Die Johanniter, hören Sie mich. In der Hausnotrufzentrale lagern halt auch die Schlüssel unserer Hausnotrufteilnehmer. Die haben wir hier in so verbombten Behältnissen untergebracht und haben damit quasi hier in der Zentrale insgesamt mehrere tausend Hausnotrufschlüssel. Und diese Schlüssel sind halt quasi einzeln in so Gruppenbehältnissen verblombt, was den Vorteil bringt, dass wir die halt nicht jeden Tag zählen müssen, sondern halt wirklich nur gucken, da wo halt ein Einsatz war. Die Schlüssel werden in der Schichtübergabe gezählt, weil natürlich die Frühschicht auf die Spätschicht kontrollieren muss, ob auch wirklich alle Schlüssel wieder im Bestand der Zentrale sind. Achtung, Einsatz RTW 2.